Und dann lassen wir das jetzt laufen. Ich hoffe mal, dass das jetzt läuft. Es läuft. Zeigt damit einen Punkt. Gut, einwandfrei. Maschinen halt, moderne Technik. Das, zu meinen Hieroglyphenzeiten hat es das noch nicht gegeben. Also, wir fangen jetzt nochmal an, dass die Kleinigkeiten was wichtig ist, wie du frei wirst. Und jetzt frei ganz anders, wie das irgendwelche Esoteriker erklären. Das muss man sich abspecken. Das sind alles Schwätzer. Klingt jetzt unheimlich arrogant. Du denkst jetzt dieses Pixelmännchen aus. Ich muss das immer wieder von vornherein sagen. Du hörst jetzt einen Lautsprecher zu. Vorausgesetzt, du sitzt jetzt vor dem Computer. Das bist aber nicht du, sondern ich rede mit dem, der mich jetzt ausdenkt. Mich, was du auch immer unter mich verstehst, der Udo, den du dir irgendwo hindenkst, das Pixelmännchen, es spielt überhaupt keine Rolle. Okay? Und jetzt machen wir mal, wir gehen in die Welt der Fakten, dass jetzt erst einmal klar sein muss, was 100% sicher ist. 100% sicher ist das, was du hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen kannst. Wenn dir das klar ist, dann sind 99,9% der Glaubenssätze religiöser Menschen vom Tisch. Es ist zumindest nicht 100%ig sicher. Es sind die ganzen Glaubenssätze und das Geschwätz von den Esoteriker und Lebensberater vom Tisch und sowieso die von den Naturwissenschaftlern, auch wenn die immer wieder sagen, das kann man beweisen, das kann man überprüfen, das kann man messen. Sind logische Konstrukte, bin ich tausendfach darauf eingegangen. Jetzt sage ich dir, was wichtig ist, dass wirklich was passiert. Was Wesentliches. Erst die Erkenntnis, um das zu wiederholen, solange du in einer Vorstellung von richtig, in einer einseitigen Vorstellung von richtig lebst, ist dein Wissen fehlerhaft. Es fällt die Kehrseite. Das ist ein Beispiel. Henkel rechts, Henkel links, andere Perspektiven. Zu jeder Vorstellung von richtig hat zwangsläufig eine Kehrseite, weil mir eben Gedankenwellen haben, die gleichzeitig auftauchen. Du denkst aber noch chronologisch. Das heißt mit dem Vorher-Nachher. Ich wiederhole jetzt kurz diese einfachen Beispiele. Solange du eine Einseitigkeit bevorzugst, dass du sagst, ich will eine Welt, wo bloß die Sonne scheint, mit dem logischen Konstrukt an Weltvorstellung von dir, Erdkugel, wird in kürzester Zeit alles kaputt gehen, wenn bloß die Sonne scheint. Leuchtet jeden ein, funktioniert nicht auf Dauer. Du brauchst die Zerstörung, das ist der Regen. Wieso ist der Regen die Zerstörung? Weil wir mit Polaritäten zu tun haben, die zu Dualitäten werden. Polarität und Dualität habe ich in vorhergehenden Selbstgesprächen erklärt. Da bist du all, du Gott. All heißt Gott und heißt nichts. Okay? Du Gott bist ein Punkt, in dem sich alles befindet. Sobald wir uns an Punkt denken, ist der ja schon wieder was. Das ist so, wie wenn ich sage, was denkst du, wenn du an nichts denkst, dann denkst du an das Wort nichts. Das Wort nichts, das du jetzt denkst, ist ja nicht nichts. Das steht für etwas, was nicht gedacht werden kann. Ich nenne das immer ein nicht gedachter Gedanke. Das heißt, du bist, bevor du zum Denken anfängst, ein nicht gedachter Gedanke selber. Du all, du meinst es auch nichts. Und in dem Moment, wo du denkst, schmeißt du eine Gedankenwelle auf. Und eine Welle hat die Eigenart, das wissen wir. Da bauen wir jetzt auf. Die Schwierigkeit ist, dass du chronologisch denkst. Das heißt, du machst es in der Zeit. Du stellst dir das so vor, weil man das in der Schule so gelernt hat. Sinus. Es ist jetzt ganz wichtig, es gibt kein Vorher und kein Nachher. Immer dran denken, Badewanne, sobald wir über die Nullpegel was herausheben, wird im selben Moment dasselbe Volumen abgesenkt. Jetzt muss ich bloß noch wissen, dass das Wort Volumen nichts mit Raum zu tun hat, sondern Wolvere heißt Rollen. Jetzt wenn ich es aber schon so mache, so ja, da kommt doch ganz erst das und das. Ich sage, schau mal meine Hände genau an. In dem Moment, wo ich eine Hand nach oben schicke, geht die andere nach unten. Wir fangen bei Null an. Wir schmeißen das auf. Jetzt könnte ich auch sagen, ich ziehe was an, wenn ich einen Kreis mache, auf dem flachen Bildschirm bewegt sich die Hand jetzt nicht von vorne nach hinten. Abgesehen davon ist jetzt da gar keine Hand da. Wenn ich mal wieder sage, das ist kein Finger und da bewegt sich kein Finger von rechts nach links. Wenn du weißt, was der Hintergrund ist, ist jetzt ein Monitor mit lauter kleinen Lämpchen und die verändern ihre Helligkeit. Das ist hundertprozentig sicher sofort überprüfbar, sobald du eine Lupe in die Hand nimmst. Und da wirst du nicht mehr sagen, das ist ein Mensch oder das ist eine Brille. Und der sieht jetzt mit seinen Augen was. Das ist alles Blödsinn, das ist zwar unheimlich logisch, aber sowas war fehlerhaft. Und wenn du diese Genauigkeit an den Tag legst, dann wirst du feststellen, dass alles an Religion, an Esoterik den Bach runtergeht. Allen voran die Naturwissenschaft. Das heißt, fang an, nur noch das zu glauben, was du vor einem Richter, ich sag vor Gott, beschwören kannst. Und jetzt tue ich das erwähnen, lockern, was kann ich jetzt beschwören? Das, was ich mit eigenen Augen gesehen habe, die ich mir jetzt ausdenke, und zwar innerhalb meines Lebens, soweit ich mich erinnere, und alles, was ich am eigenen Leib erlebt habe. Ich selbst, das kann ich beschwören. Und alles, was ich vom Hören sagen kann, was mir logisch erscheint, ich sage immer, aus das Buch heraus, so borrelhaft, oder aus Fernsehen, aus dem Internet heraus, vom Hören sagen kann, da kann ich nur beschwören, dass ich das da gelesen habe, oder da gehört habe, oder das Video angeschaut habe. Aber nicht, ob das stimmt.
Wenn du das einhältst, wirst du feststellen, dass sich wirklich nahezu alles von deinem Wissen auflöst, wenn du nur noch mit dem arbeitest, was du auch beschwören kannst und am eigenen Leib erlebt hast. Das sind natürlich auch einige Fallen. Und jetzt kommt die große Schwierigkeit mit dem Opfer, dass sich was verändert. Ihr wiederholt wie ein Hamster im Laufrad. Es ist ein ewiges Spiel und ihr, das was ich jetzt mache, klingt schon wieder nach einem Plural. Das spreche ich immer, ich sage meine Geistesfunktion, das ist nur ein Geist. Da muss ich jetzt auch nicht drauf eingehen, das habe ich tausendmal erklärt. Die oberste Ebene vom Geist ist JCH, der steht vor dem Bücherregal. Da sind alle Bücher gleichzeitig, das ist ein riesengroßes Chat. Sobald dieser JCH ein Buch in die Hand nimmt und zum Lesen anfängt, wird er zu einem Geistesfunk. Das ist aber derselbe Geist, der sich bloß reduziert auf ein Programm. Wenn man das jetzt das erste Mal hört, funktioniert es nicht. Aber, wenn man es ein paar Mal hört, das sind genügend Selbstgespräche, dann will ich auch nochmal drauf rumreiten. Die Grundlagen müssen da sein. Wenn die nicht da sind, dann schalt das Video jetzt aus und hör dir hunderte vorhergehende Videos an oder liest die Offenbarung und das geht leichter. Wenn du meinst, du hast das nicht nötig, du wirst irgendwann nochmal feststellen, du hast das nötig. Du bist der Einzige, der das nötig hat. Ich kann es jetzt nicht einmal so machen, weil ich nicht den meine, der vom Computer sitzt, sondern der, der sich jetzt das Gespräch und den vom Computer ausdenkt. Darum mache ich immer wieder der, der uns jetzt ausdenkt. Was meine ich jetzt mit uns und das Geistesfunk? Das sind jetzt die, die um den Meister rumsitzen und lauschen, weil nur Geist kann hören, Ohren hören nichts. Augen können nichts sehen. Das ist jetzt, und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Das war jetzt rein einmal, dass wir wieder einen Einstieg haben. Die erste große Erkenntnis ist, dass egal was du denkst, es ist zuerst einmal hundertprozentig sicher eine Information von dir. Jetzt wird deine Logik dir natürlich genau erklären, das ist irgendwas in meinem Gehirn. Das natürlich erst in dem Moment entsteht, zu existieren beginnt, wo du an das Gehirn denkst. Das ist aber schon ein logisches Konstrukt. Sich mit dem Körper verwechseln, ob du das glaubst oder nicht, du bestimmst es. Es wird immer genau für dich so sein, wie du das bestimmst und wie du das glaubst. Also mach dir jetzt erst einmal bewusst, dass also wirklich 99,9% all deiner Glaubenssätze könntest du nur mehr in Meinheit beschwören. Ich könnte jetzt eine schöne Sache laufen lassen. Hier raumzeitlich extra breit, glaube ich, zufällig tippe ich an, wie gestern oder vorgestern im Fernsehen auf ARD, diese, ähnlich wie heute schon auf ZDF, das, wenn du dir anhörst, das ist zwar alles, dann lachen die Leute, die wissen gar nicht, worüber sie lachen, und dann kommen diese unendlichen Schizophrenien von Bewiesen und Glaubenssätze und jeder plappert mal auf, wenn die den Mund aufmachen, die plappern nur so ein riesen Sammelsurium aus dem Internet heraus, aus der Zeitung heraus. Und dann kann ich tausendmal sagen, egal welche Seite du als Referenz angibst. Ich zeige dir tausend Seiten, wo zum selben Thema das Gegenteil oder was anderes behauptet wird. Das ist ein riesengroßes Problem. Man sollte, wenn in die Grundlagenphilosophie der Menschheit reingehen, oder wirst du feststellen, wenn du Popper liest, die Falsifizierungsthesen. Und wenn du mir 10 weiße Schwäne bringst, beweist es nicht, dass alle Schwäne weiß sind. Und wenn du mir 1000, 10.000 bringst, beweist es auch nicht, dass alle Schwäne weiß sind. Wenn du einen einzigen schwarzen Schwan bringst, dann widerlegst du dich jetzt. So, und jetzt kommen wir zur CO2-Lüge. 97%, mittlerweile sagt jeder, 97% aller Wissenschaftler beweisen ganz klipp und klar, dass wir CO2-Probleme haben. 97%. Was ist mit den 3%, die es nicht machen? Abgesehen davon, hast du das gezählt oder plapperst du die Zahlen noch? Das ist wie ein Virus, der sich ausbreitet. Das heißt, Nahrungsergänzungsmittel, egal was du für Videos anlegst, dann sitzen irgendwelche junge Blogger dort. Wo haben die das Wissen her? Und wo aus das Internet heraus? Und ich sage, ich zeige dir Seiten, wo es Gegenteil behauptet wird. Ein kollektiver Wahn und die Quelle bist du selber, weil du dir das ausdenkst. Jetzt sag ich, Janne, du denkst dir das nicht aus. Du denkst dir das aus. Du denkst jetzt auch den Udo aus. Und vielleicht irgendwelche Menschen, die an Udo rumsitzen, wenn ich da immer ins Nichts schaue. Wo schaut der Udo eigentlich hin, den du jetzt vor dir hast? Kann dieser der Monitor irgendwo hinschauen? Riesengroßes Problem. Ich sage, wie komme ich aus dem Hexenkessel raus, indem ich mir einfach bewusst mache, was jetzt ist? Das heißt, ich muss eine Ebene erreichen, wo ich mich selber beobachte. Ich mich. Was meine ich unter mich? Den Körper beobachten? Nein, meine Information. Das Lebendige in mir ist meine ständig wechselnde Information. Ich sage, der Schritt ist, du hast ab einem gewissen Zeitpunkt, lass das einmal stehen mit dem Zeitpunkt, hast du angefangen zu glauben, ich bin dieser Körper. Der sich natürlich ständig verändert und immer nur da ist, wenn du ihn denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Du bist aber auch dann da, wenn du nicht an den Körper denkst, aber du redest dir mit dieser anerzogenen Logik, mit einem Schwamminhalt ein, dass der Körper auch dann da ist, wenn du nicht an den Körper denkst, weil du ja der Körper bist, sonst wird es dich ja nicht geben.
Ich sage, du drehst die Kausalität. Den Körper gibt es, wenn du in dir denkst. Du bist auch ohne den Körper da. Aber den Körper brauchst du nicht, diesen einen speziellen ausgedachten Körper, den du jetzt übrigens auch schon extrem veränderst. Wenn ich sage, jetzt denke ich einmal als 6-Jähriger, als 10-Jähriger, als 20-Jähriger, dann tauscht du deine Information aus. Der sich das denkt, ändert sich dabei auch nicht. Bist du jetzt der 20-jährige Körper oder der 6-jährige Körper und dein Ego wird dir wieder sagen, ja, ich bin ja gewachsen. Das ist alles so unheimlich logisch, aber es ist einfach nur Hirnschiss, geistloser Hirnschiss, materialistisch, esoterischer, religiöser Hirnschiss. Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn. Es geht um was ganz was anderes mit Holofeeling. Und das ist das Schöne, ich sage es nochmal, diese Lehre Holofeeling ist nicht für die Welt und die Menschen, die du dir ausdenkst, das ist einzig und allein für dich, für den hier. Der uns zwei jetzt ausdenkt. Wer sind wir zwei? Das Pixelmännchen und du vom Computer. Du denkst jetzt dir das Pixelmännchen aus und du denkst dich aus, das ist der, der vom Computer sitzt. Das ist hundertprozentig so. Jetzt habe ich dich schon nach oben gesetzt. Siehst du das? Abgehoben. Wenn du der bist, dann schaust du einfach bloß. Und das Schöne ist, dass es jetzt nicht mehr darum geht, dass du dir den Kopf zerbrechen musst, was richtig und verkehrt ist oder was gut und böse ist. Sondern du beobachtest den, der vom Computer sitzt, du schaust ihm in seinen Kopf rein, wo du ja sowieso das Zentrum bist, und du schaust, wie der auf seine eigenen Informationen reagiert. Das heißt, du schaust, wie er wertet, was richtig und verkehrt ist, dass du dir mal deine Logik und dein Wertesystem, deinen Glauben bewusst machst. Das ist einmal das Allerwichtigste. Und jetzt kann man, wie kann man dieses chronologische Denken überwinden? Da musst du zuerst mal. Immer wenn du dir, wie ich das auf ein Zeitfenster aufspannst. Wenn wir jetzt ein Zeitfenster aufspannen, eine Linie, die muss ich jetzt nicht zeichnen, dann soll ja mal, die Linie besteht aus unendlich vielen Punkten. Dann haben wir jetzt schon einen Begriff, wir haben eine Unendlichkeit, wenn wir das aber jetzt unendlich nehmen, müssten wir die Linie unendlich in beiden Richtungen geben. Okay? Mir ist wichtig, sobald du dir die Linie denkst, auch das Stück hier, das aus unendlich vielen Punkten besteht. Ist jeder Punkt jetzt, das ist wie mit unserem Buch, sobald ich vor dem Bücherregal stehe, sind alle Bücher jetzt, das sind alle Seiten in den Büchern jetzt, alle Worte in den Büchern jetzt. Und um aus diesen Büchern, aus den Worten irgendwelche Geräusche zu machen, musst du dich in die Struktur hinein fokussieren. Buch, Seite, Zeile, Wort und erst ein einziges Wort aus diesem ganzen Bücherregal, wenn du anschaust, kannst du ein Geräusch draus machen. Das sind Schichten, die habe ich auch erklärt, weiß nicht, bevor drauf anschauen, immer sehr grob, aber insgesamt setzen sich die Puzzleteile zusammen. Was mir jetzt geht, ist, dass die Ewigkeit, die wir uns als eine Reihe von Zeit vorstellen, mit vielen Zeitpunkten, darum habe ich das gerade gesagt, egal welchen Zeitpunkt du dir jetzt ausdenkst, wo du dir denn hindenkst, du denkst ihn hier und jetzt. Das heißt, du verstreust die Information, die du jetzt zu sehen kriegst, die existiert in deinem Kopf, verstreust du um dich herum gedanklich in Raum und Zeit. Es ändert nichts dran, wo du dir einen Gedanken hindenkst, der ist trotzdem bloß hier und jetzt. Natürlich jetzt nicht in den Pixelmännchenkopf und auch nicht in den Kopf, in deinen Kopf, sondern in den roten Kopf, wo jetzt diese zwei Köpfe, der illusionäre Pixelmännchenkopf und den Kopf, den du jetzt meinst, wo du drin steckst, aus dessen Augen du rausschaust. Das, was schaut, das aus deinem Kopf herausschaut, aus den Augen, das sind nicht die Augen sehnig, sondern der sich jetzt erst einmal die zwei Augen vor sich hin denkt. Eine Unmenge von Videos schon gemacht, wo ich genau darauf eingehe mit den ganzen Schichten, die sich um dich herum aufbauen, je nachdem, was du denkst. Okay, jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Dieses Selbstgespräch ist nämlich wichtig. Die sind alle wichtig. Es ist das Opfer. Du musst, um frei zu werden, was opfern. Nämlich deine eigene Logik. Das ist die Sache mit dem Haar. Wir sagen, deine ganze Logik ist ein Haar, symbolisiert alles, was du weißt, was deine Menschheit weiß, weil es schön ist, was deine Menschheit weiß, die kann nur das wissen, was du glaubst, dass sie weiß. Die Sache mit der Kiste. Man muss einfach jetzt die vorhergehenden Selbstgespräche hören, sonst kommt man nicht mit. Aber warum ich jetzt raufgehe, dass wir doch alles reden, wir machen uns jetzt einmal diese Reihe, wo ich sage, wo alle Punkte jetzt sind, ob wir die uns jetzt räumlich auseinanderdenken, die Reihe, dann sind sie immer hier. Nicht in einem vorgestellt, du denkst dir immer was aus, du stellst dir was vor, egal wo du das hindenkst, das ist alles unheimlich logisch, du lebst in einer Welt voller Fehler und Verlogenheit, darum sage ich, deine Welt ist ein Führerscheinprüfungsbogenwelt. Und ich betone, es ist nichts, absolut nichts verkehrt gelaufen, da gibt es auch keinen Zatter. Und dann doch wieder, jetzt müsste ich sagen, Kategorie 2 denken. Letzten Bleinfeld-Vortrag, Kategorie 2 heißt, solange du auf eine Frage oder wenn du dir was ausdenkst,
eine Selektion tätigst, dass du schon fragst, ist es richtig oder verkehrt? Ist es gut oder böse oder was ist das? Bin ich auch zigfach darauf eingegangen? Ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche oder Badezimmer? Das sind dumme Fragen, weil Wohnung ist was ganz was anderes wie diese Einzelteile. Es ist die Summe der Einzelteile, das was ich eine Kollektion nenne oder ein Chat nenne. Das ist das hebräische Wort für den achten Buchstaben, für die Ziffer 8, eine Kollektion. Kann man vielfältig auch erklärt. Jetzt kommen wir zum Thema. Jetzt denken wir mal bewusst zeitlich. Also ich mache jetzt erst einmal eine Linie, okay? Und du weißt, wir machen Wellen. Die Wellen, habe ich gerade am Anfang schon gesagt, was da sein muss, wenn ich es immer so mache. Alles, was passiert, passiert. Jetzt dual, das hast du Gott, du nichts. Das ist übrigens als nächstes das Wort Gott Deutsch. Okay? Haben wir G, den Geist, das ist eine Trinität. Das O machen wir einen Augenblick zum Beispiel, beginnt zum Kreisen, haben wir zwei T, das sind die zwei Erscheinungen. Wir können auch zwei Spiegelungen lesen. Wenn wir zwei Erscheinungen machen, sind das 2400 in Gott. 400 mal 400 ist 800 und das ist das MP. Das ist das Pi. Pi, die Kreisform ist interessant. Ganz nebenbei, hier der Durchmesser von dem Teil. Wenn wir diesen Durchmesser eines Kreises mit 86 setzen, das ist UP. Und du rechnest jetzt den Umfang aus. Okay? Dann wirst du feststellen, dass du hier, wenn wir hier mit 86 uns das Ganze setzen und du machst jetzt den Umfang, brauchst du die Kreiszahl Pi, dann nimmst du 3,141. Jetzt machen wir einen kleinen Gott dazu, einen kleinen Trick. Der kleine Gott ist ja die 10. Dann wirst du feststellen, als Ergebnis, den brauchen wir dann noch, 86 mal Pi ist 2. Wenn du das jetzt machst, in den Kreisumfang, kriegst du den ersten Vers in der Tora. Das heißt, der Umfang ist nämlich dann, wenn wir das mal 10 und nehmen wir 2000 und wie viel haben wir? 7,26. 2007,26 gibt es. Das ist die 2007, das ist das Berosche, die mitten dieses Kopfes, Koma, ist die 26. Kann man ausrechnen, steht in der Holo-Arithmetik schon drin. Muss man nicht wissen. Es ist ein Computerprogramm, das Wesentliche, worauf ich jetzt hinaus will. Wir machen unsere Sinuswelle, okay? Und wir sagen jetzt einfach Zustandswechsel. Ob ich den hell-dunkel nenne, du hast ja den Eindruck, das kommt nacheinander, aber was ist es immer jetzt? Es ist jetzt hell und es ist jetzt dunkel. Es kann nicht. Jemand vorher Überbrückungsgabe? Vorher. Es kann nicht vorher. Fürs Auto. Ich habe zu Hause. Jetzt, ja. Aber Brückenbauer. Brückenbauer, wie man das auch immer nimmt. Jeder Moment, der auftaucht, habe ich dir gesagt, hat einen Sinn. Es ist also so, es kann nicht vorher hell sein und dann finster, und was ist, kann immer nur jetzt sein. Das ist das Erste, was du begreifst. Egal was ist, es ist hier und jetzt in deinem Kopf. Egal, ob du dir das räumlich oder zeitlich irgendwo anders hindenkst. Es ist, weil du es denkst, und es ist hier und jetzt in deinem roten Kopf. Nicht in den Kopf von dem, der vom Computer sitzt, weil der jetzt die ganze Zeit nicht da war, wenn du aufpasst hast. Jetzt, wo ich es ausspreche, ist dein Kopf wieder da, wenn du aufmerksam zuhörst. Stimmt oder stimmt? Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und hundertprozentig sicher ist, dass du bloß das zu sehen und zu hören und zu erleben bekommst, was unmittelbar jetzt deine eigene Information ist. Das ist hundertprozentig sicher. Und dass jeder neue Gedanke, der in dir auftaucht, den bestehenden Gedanken zerstört. Und jeder neue Blickwinkel, den wir einstellen hier, zerstört den bestehenden Blickwinkel auf dem Bildschirm. Das ist deine VR-Brille. Das ist hundertprozentig sicher. Aber nicht, dass ein Gedanke, den du dir jetzt wohin denkst, dass der auch dann da außen ist, wenn du ihn nicht denkst. Du kannst nicht einmal überprüfen, ob er da ist. Jetzt überprüfen wir, ob jetzt der Oma Mars ist oder der Mond ist. Das wirst du rausgeben, und dann wirst du, je nachdem, was für eine Tageszeit ist, den Mars siehst du sowieso nicht mit bloßen Augen, aber der ist ja trotzdem da oben, ich kann ihn bloß nicht sehen. Alles so unheimlich logisch, was du dir selber einredest. Okay, jetzt pass auf, wir kommen zum Thema Opfer. Wir haben dieses hell-dunkel, einatmen, ausatmen, da wird wieder einer sagen, ja, jetzt kann er nicht gleichzeitig, einatmen und ausatmen. Ich sage, du kannst es nur gleichzeitig. Das Wort gleich beginnt übrigens schon mit GL. GL ist das hebräische Wort für Welle. Und eine Welle hat die Eigenart, dass wenn ein Wellenberg auftaucht, im selben Moment ein Tal entsteht. Im selben Moment
Versuch einmal in eine Badewanne einen Wellenberg aufzuschmeißen und dann, wenn der zusammenfällt, dann noch ein Tor zu machen, wenn du den Wasserspiegel gleich lässt. Eure Logik ist unendlich geistlos, nachgeplappert. Das ist das Erste, was man akzeptiert. Und nochmal, es ist egal, ob du was Religiöses, was Esoterisches oder was Naturwissenschaftliches nachplapperst. Da kommst du auch in eine Verwirklichungsphase. Wie ich immer sage, wenn du jetzt als Brösel in deinem Traum, als Figur, als Trockennasen auf ihren Backstein in die Hand nimmst und schmeißt ihn in der Fensterscheibe, macht das Klirr und der geht kaputt. Warum? Weil du es glaubst. Steht im ersten Selbstgespräch da drin, ich glaube das ja bloß, weil das so ist. Ich sage, nee, du musst das umdrehen. Weil du das glaubst, ist es so. Darum wurdest du ja angeblich in der Vergangenheit von einem Trockennasenaffenweibchen geboren. Was du übrigens nur mit der Meinheit beschwören kannst. Das ist 100% logisch. Das ist alles unheimlich logisch. Da nützt es ja nicht, wenn du jetzt die Rolle einer Frau spielst, dass du sagst, ich habe doch selber Kind auf die Welt gebracht. Das bezweifelt ja keiner. Ich rede aber nicht mit einem Gedanken von dir. Übrigens auch, wenn du an deinen Körper denkst, das ist auch ein Gedanke von dir, sondern ich rede mit dem, der sich das ausdenkt, der sich jetzt alles ausdenkt. Das ist das Göttliche, das bist dual. Und alles, was du denkst, sind deine Gedanken, werden deine Informationen und die unterliegen einen ständigen Wechsel. Aber das Problem, die Fehlerhaftigkeit liegt darin, dass du chronologisch denkst, dass du ständig meinst, es war was vorher, was aber nur ist, wenn du es jetzt denkst und dass in der Zukunft was passieren könnte, was auch nur ist, weil du es jetzt denkst. Versuch einmal morgen was zu denken. Das ist so ein Satz, der alles an Religion und Esoterik aus den Angeln hebt. Versuch einmal morgen an was zu denken und ich garantiere dir, wenn du es denkst, denkst du es jetzt. Und du hast da gestern nichts gedacht. Du kannst dir jetzt denken, was du gestern gedacht hast. Das denkst du aber jetzt und denkst es dir in die Vergangenheit. Das sind unsere Achsen mit den Tränen, die letzten. Fällt alles in einen Punkt zusammen und das bist du all. So, und jetzt kommen wir mit dem Apfel, wie du aus dem nächsten Kessel rauskommst. Jetzt fange ich aber wirklich an. Viel zu lange Sorge. Ja, die Schwierigkeit ist, wenn ich immer wieder sage, ich merke jetzt in einigen, du musst wiederholen, andere haben das gecheckt. Und andere, ich habe gerade jetzt hier mit die Achsen drin, wo ich sage, jetzt selbst mein Redo, der seit 20 Jahren extremst Ohrenbarungen studiert hat. Und wo ich euch sage, der hat wirklich nahezu jede Metapher alles sofort abrufbar. Da sagt er nicht, da muss ich nachschauen. Das ist bei dem da. Und der beim Gematria-Explorer, was die Radix anbelangt hier von den hebräischen Wörtern, wie die Daten vom Gematria-Explorer bestimmt weit 50 oder 60.000 Einträge, wo der gemacht hat mit Radix, wo er Worte nachgeschaut hat in diesen, was weiß ich, zigtausenden von Seiten von Ohrenbarungen, was der Udo dazu geschrieben hat, ausgedachterweise, und hat es dann übertragen. Also keiner hat sich mehr beschäftigt wie der Redo mit vielen, vielen Gesprächen und selbst dem, obwohl ich das 10, 15 Mal erklärt habe mit den Achsendrehen, ihr wisst, das erste Drehung, zweite Drehung, dritte Drehung, selbst der war, kurz vor dem Bleinfeld-Vortrag war und sagt, puff, ist ein HDS, das heute kann ich. Dass er wirklich verstanden hat, was ich ihm damit mitteile. Man ist immer wieder, man muss Sachen oft hunderte Male wiederholen, tausende Male wiederholen und plötzlich fällt es dir wie Schuppen von den Augen und du stehst da completely schockt, weil du sagst, es gibt es doch gar nicht, warum habe ich das nicht verstanden? Weil es plötzlich vollkommen klar und logisch ist. Das ist die neue Logik. Und wie komme ich zur neuen Logik? Wenn ich die alte Logik opfere. Und das ist jetzt die Schwierigkeit, da fangen wir mit Marotten an. Jetzt machen wir mal jetzt diese Schwingen, okay, setzen wir jetzt einfach einmal die Polaritäten, die wechseln. Wir sagen jetzt aus der Phase, wo du dich, ich nenne es einfach mal, gut fühlst. So, Lebensfreude, die wird von alleine wieder aufhören. Ich tue jetzt einmal gar nicht, dass da irgendwelche äußere Reizauslöser sind. Du hast gewisse Phasen, wo du dich gut fühlst und darauf folgt wieder eine Phase von Melancholie. Die dauert eine gewisse Zeit und dann plötzlich stehst du morgen auf und du bist wie neu geboren und plötzlich stehst du auf und bist einfach scheiße drauf. Kennt jeder? Kann keiner kennen, wie du dir ausdenkst. Du kennst das. Du, ganz alleine du. Der natürlich auch nicht, der ist ja auch was ausgedacht. Das Spiel muss installiert sein. Dass du zuerst einmal begreifst, das Leben, das du jetzt erlebst, erlebst bloß du. Du ganz alleine. Kein Gedanke von dir erlebt irgendwas. Ein Gedanke von dir spürt nichts. Die Sympathie, das ganze Mitleiden von Figuren. Du denkst dir irgendwelche hungernde Menschen oder Kriegsleidende aus, die gar nicht existieren, wenn du sie nicht denkst. Jetzt wirst du merken, wie dein Ego rebelliert.
Das Ego ist das große Problem, weil du dir ja hundertprozentig sicher bist, dass die leidenden Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, auch dann da außen sind, wenn du nicht an sie denkst. Das ist der Satan. Du bist die Quelle für Leid. Aber komischerweise leiden die trotzdem, wenn du leidest dann mit, weil du sympathisierst, das heißt Mitleiden. Vielleicht empathisch bist, was wirklich übersetzt mein Leid hast du nicht. Weil wenn du Mitgefühl hättest, dann würdest du nichts fühlen, weil ein Gedanke von dir nichts fühlt. Diese Empathie ist auch so ein extrem verdrehtes Wort. Okay, ich denke mir jetzt mal an aus, ein BC, und jetzt denke ich mir ein BC, und dann nehme ich im BC seine Hand, und dann lege ich die Hand an einen Amboss, und dann haue ich mir den Hammer drauf. Okay, jetzt ist das Interessante. Was spürt jetzt der BC, den ich mir ausdenke, wenn ich da mit dem Hammer drauf haue? Dieser Gedanke. Spürt er was? Jetzt frage ich mich, was sind all die Menschen, die du dir jetzt denkst, in dem Moment, wo du sie denkst, sind die irgendwas anders? Ja, man muss doch empathisch sein, man muss doch Mitgefühl haben. Ich sage, ja, ich würde mir wünschen, dass du empathisch bist, dann begreifst du nämlich, dass die, die du dir jetzt denkst, nicht das spüren, was du denkst, dass sie denken, sondern gar nichts fühlen, weil es Gedanken von dir sind. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt, das bist du. Nur du. Du bist der Einzige, der irgendwas empfindet, wissen kann oder was erlebt. Glaub ja nicht, dass irgendeine Figur irgendwas erleben könnte, die du dir ausdenkst. Die kann das so viel erleben wie eine Märchenfigur. Du kannst dir das denken, dass die was erlebt. Und du kannst dir einreden, dass es so ist. Das macht dein Ego. Wir ändern nichts an der Tatsache, dass Gedanken nichts empfinden, sondern der, der die Gedanken denkt. Das ist hundertprozentig sicher, sofort überprüfbar. Darum ist es schwierig, um das zu wiederholen, wenn du Zahnschmerzen hast, dann denkst du dir einen Zahn aus, der Zahn hat hundertprozentig sicher keine Schmerzen. Und wenn du Kreuzschmerzen hast, dann hat das Kreuz auch keine Schmerzen. Du hast die Schmerzen, weil du sagst, es ist mein Zorn. Du hast der Empathie, mein Leid, wörtlich übersetzt. Du bist der, der sich das ausdenkt. Du bist dieser träumende Geist. Die Figuren erleben nichts. Was übrigens dann gespiegelt heißt, wenn du jetzt dieser Körper wärst, was du zu sein glaubst, kannst du, wenn du das jetzt verstanden hast, was ich gerade gesagt habe, ja gar keine Schmerzen haben. Weil der Körper was Ausgedachtes ist und was Ausgedachtes nicht leidet. Aber da du ja offensichtlich öfter mal Schmerzen hast, kannst du das gar nicht sein, was du dir ausdenkst. Also wenn du es nicht gecheckt hast, sage ich nochmal, die ist klar, wenn du Zahnschmerzen hast, wir reduzieren einmal den Körper bloß auf einen Zahn, die Geburt einer Existenz. Das ist übrigens, Shin ist ein Zacken, auf Hebräisch. Die logische Existenz ist nur ein Zacken, weil nämlich die andere Seite fällt. Wenn du der Zahn wärst, leuchtet dir doch vollkommen ein, dass der Zorn keine Schmerzen hat. Da du aber doch Schmerzen hast, kannst du der Zorn gar nicht sein. Sondern der, der sagt, ich bin der Zorn. Der sich den Zorn ausdenkt. Mein Zorn. Meine Hand. Mein Leid. Das ist jetzt, klingt so deutlich, das ist hundertprozentig sicher. Dein Ego wird sich jetzt einen Dreck drum scheren. So wie ich immer wieder sage, bei allem, alles, was ich euch sage, ich bin nicht gekommen, um euch Liebe zu bringen. Ich bitte Liebe, ich bringe dir das Schwert. Und jetzt können wir mal, was wir bei den Schwert machen müssen, wie du das ansetzt. Also wir haben hier dieses, eine Phase, wo es dir gut geht, darauf kommt eine Phase, wo es dir schlecht geht, eine Phase, wo es dir wieder, wenn besser geht. Ich meine jetzt, wir können das auch Gesundheit und Krankheit nennen. Das Erste, wenn wir das neutral einmal betrachten, diesen Vorgang, den wir uns jetzt zeitlich in einer Reihe vorstellen. Dass jede Phase von selbst vergeht, zeitlich gedacht, und das Gegenteil auftaucht, hell dunkel, hell dunkel. Immer dran denken an meine kleine, die große Falle des heliozentrischen Weltbildes, wo du dich einsperrst, dass du dir aufgrund von geistlos nachgeplapperter Logik ausdenkst, die Erdkugel, die man mit einem Scheinwerfer anstrengt, selbst wenn die sich dreht, zusammen hell und dunkel wechselt sich ab. Wenn ich der bin, der sich das ausdenkt, sehe ich, wenn da die Sonne ist und da die Kugel sich dreht, dass da eine Seite hell ist, nämlich die der Sonne zugewandt ist und die andere finster, hell und dunkel wechselt sich nicht ab. Und wenn ich mir jetzt die Kugel denke, regnet sie und hier scheint die Sonne und hier ist arktische Kälte und da und da und da ist Wüstenhitze. Alles gleichzeitig. Das sehe ich aber erst, wenn ich der werde, der sich das ausdenkt. Solange ich glaube, ich bin ein sterbliches Säugetier auf der hellen Hälfte, dann sage ich, es wird heute Abend wieder finster und morgen wird es wieder hell. Aber alles denke ich. Ich denke jetzt, dass heute Abend finster wird. Ich jetzt, dass morgen wieder hell wird. Was ich denke, denke ich jetzt. Und es existiert immer nur das, was ich denke. Und die andere Hälfte lasse ich weg. Das ist das Entscheidende. Weil ich meine, die kommt ja erst oder die war vorher. Das ist das Problem. Die Quelle jeglichen Leids, das du empfindest. Und zerbrech dir bitte nicht den Kopf um irgendwelche Gedanken von dir, die du dir denkst. Wenn du dich heilst, wenn du es fertig bringst, wieder das zu werden, was du all wirklich bist,
sind keine Gedankenwellen da, wo du dir einreden könntest, dass du bleibst. Okay, jetzt pass auf. Hell, dunkel. Wir stellen fest, das wechselt. Jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Hälften an. Hast du eine positive Hälfte, ich nenne es einfach positiv, das können wir nicht austauschen, dann versuchst du diesen Zustand möglichst lang aufrechtzuerhalten. Hast du die negative Hälfte, wirst du die möglichst schnell loswerden. Wir können das Wohlgefühl nennen und Schmerz, Krankheit. Du setzt alles Mögliche innerhalb deiner Logik in Form von logischen Konstrukten in Gang, um dieses Negative zu eliminieren. Geht es dir gut, versuchst du das am besten ewig auszudehnen. Das heißt, ich sage immer, du bist mit aller Gewalt bestrebt, dein einseitiges Ziel aufrechtzuerhalten. Das ist eine riesengroße Falle, weil ich jetzt immer wieder sage, Lebendigkeit ist was ganz was anderes. Wenn du Einseitigkeit anstrebst, zerstörst du das heilige Ganze. Bleiben wir bei unserer Erdkugel. Einer, der sich wünscht, dass nur die Sonne scheint, müsste innerhalb seiner Logik, wenn er weiter konstruiert, feststellen, dass dann alles verdorrt, wenn es keinen Regen mehr gibt. Und ich sage, die Polaritäten, wenn man die ganz abstrakt nehmen, das Positive, was wir Gesundheit nennen und Krankheit nennen, einer, der nur Gesundheit will, der macht im Prinzip dasselbe, weil du brauchst die Krankheit sogar noch einen Schritt weitergehen, du brauchst die absolute Zerstörung, dass was Neues kommt. Und ich sage immer wieder, wenn du keine Veränderung zulässt, und Veränderung ist das einmal, dass das, was da ist, zerstört werden muss. Versuche mal irgendeinen Gedanken, einen neuen Gedanken zu denken, ohne dass du den jetzigen Gedanken dabei verlierst. Ist es so schwer zu verstehen? Ich kann dir gleich sagen, wenn du jetzt losmarschierst und deine Gedankenmenschen, die du dir ausdenkst, das versuchst zu erklären, dass dich in die Klapse bringen. Darum sage ich, mach das nicht. Mich interessieren deine Menschen nicht, die du dir ausdenkst. Das wird nur der Denker. Einzig und allein der Denker. Und da wird dir eine Hierarchie bewusst, die übereinsteht. Das ist ein Spiel, das musst du selber. Ich kann nur, ich drücke es anders aus, ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Ich versuche erst gar nicht die Figuren, die ihr ausdenkt, wach zu machen oder was zu erklären. Ich spreche nur Geist auf. Und die ganzen Berater, die du als Pixelmännchen siehst, die wissen davon nichts. Man hat oft den Eindruck, dass sie Ansätze wissen, die Dolle ist der Welt. Dolle ist genauso eine, oder Karl Renz, oder wie sie alle heißen, Satguru und so weiter und so weiter. Du wirst merken, im tiefen Innern, da ist Ansätze da und auch was sie sagen, ist richtig. Aber das, was wirklich wichtig ist, dir auf den Kopf aufhauen, dir zu sagen, was du eigentlich bist, das nützt nichts, wenn dir einer sagt, du bist Geist, du bist ewig, du stehst hinter allen Erscheinungen. Und dann kommt wieder so viel weltliches Geschwafel mit Vorträgen. Das muss ganz klar angesprochen werden. Du musst komplett bereit sein, loszulassen. Jetzt kommen wir die Opfer. Wir haben festgestellt, wir haben diesen Wechsel, weil du chronologisch denkst. Die erste Stufe, was jetzt sehr wichtig ist, es ist eine Spiegelung. Das, was du nicht willst, willst du, dass am besten weg ist. Das, was du willst, soll ewig sein. Wenn du frei werden willst, dass du das durchbrichst, musst du ins Jetzt kommen. Das heißt, das Erste muss dir klar sein, dass das nicht nacheinander kommt, denk an die Badewanne, sondern was dual dir ausdenkst, entsteht immer gleichzeitig. Wenn ich jetzt mir denke, jetzt ist es hell, dann ist es im selben Moment auch finster. Das begreife ich aber erst, wenn ich der Dritte war. Die Synthese, ich denke mir jetzt nicht mehr ein, ich denke mich nicht mehr auf diese Kugel, sondern ich mache mich zu dem, der sich das heliozentrische Weltbild, eine tiefe Symbolik ausdenkt. Und dann weiß ich, dass das, habe ich gerade gesagt, hell und dunkel ist gleichzeitig. Kälte, Wärme, Regen, Sonnenschein auf der Kugeloberfläche, je nachdem, welche Perspektive ich nehme. Das ist ja auch hier nicht, es kommt ja nicht erst ein Becher und dann kommt der Tasse mit dem Henkel in der Mitte und der Henkel rechts und der Henkel links. Wenn ich weiß, was das ist, gibt es kein Vorher und Nachher. Es sind wieder Einzelbilder, die ich mache und die tue ich in einen Ordner rein, dann sind die gleichzeitig da. Wenn ich, wie die Worte, die ich ausspreche, wenn ich die dann anschaue, kann ich bloß vier Bilder nacheinander anschauen, die im Ordner drin sind, aber jedes Bild ist jetzt auf dem Bildschirm. Stimmt oder stimmt? Wenn du begreifst, ist das Predigt jetzt bewusst ausgedacht, seit über 30 Jahren. Wenn du das wirklich verstanden hast, hast du keine Probleme mehr. Du hast da keine Angst mehr, dass du dich auflöst, weil du dich nicht mehr mit deinen Gedanken von dir verwechselst. Jetzt denk mal an den Körper, denk gezielt an den Körper, der vom Computer sitzt und versucht, ihn am Leben zu halten. Du wirst feststellen, in kürzester Zeit passiert irgendwas und dann ist er weg. Und jetzt wird dein Ego sofort wieder sagen, wer ist ja dann trotzdem da? Weil wenn der Körper nicht da wäre, wird es ja mich nicht geben. Das ist das einzige Gefängnis, wo du dich einsperrst. Und jetzt kommen wir zum Opfer.
Das heißt, das Spiel wird bis in alle Ewigkeit fortführen, weil du ewig bist. Das ist übrigens hundertprozentig sicher für mich, weil ich weiß, was ich tue bin. Ich bin nämlich jetzt der, der sich in Udo ausdenkt, und ich bin der, der in Udo sprechen wird. Ich bin mit Sicherheit nicht das Pixelmännchen, das habe ich so oft erzählt. Ich bin da nicht irgendeiner, den du dir jetzt vielleicht denkst, denen ich das erzähle, weil die ja in deiner Welt auch bloß Gedanken sind. Aber wenn du jetzt wer anders zu sein glaubst, dann ist es halt andersrum. Dann bist der, der jetzt vom Computer sitzt, bloß ein Gedanke, den sich jetzt der Jo in die Zukunft denkt. Oder das Dittchen, weil wir uns denken, dass der sich irgendwann in der Zukunft anschaut. Das ist, wenn man das immer wieder durchspielt, wird man merken, aber wer erlebt das jetzt? Der, der sich denkt. Egal was du denkst, du bist derjenige, der sich denkt. Aber was du denkst, ist festgemacht an deiner Logik. Du hast kleine Marotten, die wiederholen sich. Und jetzt kommt das große Opfer. Das habe ich gerade gesagt zum Holger, die Abraham-Geschichte. Schlachte deinen Sohn, opfere deinen Sohn. Und wenn man das Schöne, wo ich zum ihm noch gesagt habe, wenn ich jetzt zu Abraham gesagt habe, bring dich für mich um, opfere dich selber, hätte er überhaupt kein Problem gehabt, weil er mir vertraut. Den UB. Elayon. Weil er den vertraut, sagt er, mache ich sofort. Aber darum habe ich dieses nochmal den Film Unthinkable angesprochen, den kann der Holger nicht, kann er immer noch nicht. Tief zu empfehlen, ein Meisterwerk, filmisches Meisterwerk über Moralgeschichte. Habe ich einmal vor vielen Jahren ein längeres Update gemacht. Da geht es also hier ganz kurz um eine Atombombe, wo einer liegt. Und der stellt sich dann selber und dann holt so einen Folterspezialisten und der foltert dann, wie halt Amerikaner, denke ich mir, habe ich aus der Zeitung heraus, Menschen so zu foltern vermögen. Und denen geht es gar nicht, dass er Menschen rumbringt, sondern er will diese unendliche Verlogenheit der Menschheit, der Politik, der Medizin, habe ich im Bleinfeld angesprochen, es ist einfach nur, das sind Figuren in einem Traum. Ein voran, es sind Figuren in einem Traum, die von dir ausgedacht werden und die sollen den träumenden Geist versorgen. Ob das Pharmaindustrie ist, ist es kein aller einziger Ort, der Krankheiten ausrottet. Ich bin da oft drauf eingegangen und jeder, der die Charakter hat, der Mann, der gehört zu den Guten. Aber letztendlich, was du feststellst, die gehen alle bloß nach Geld, weil sie meinen, wir brauchen Geld zum Überleben. Wenn du Schmerzmittel zum Beispiel nimmst, jetzt zum Beispiel ist ja Schmerzmittel, Medikamentenknappheit, jetzt ist immer jetzt, egal wo man es hinzoomen, und dann sind hier Bildzeitungen ganz groß, Meinungen der Bevölkerung, ich brauche doch meine Tabletten, ich bin herzkrank, ich muss doch meine Tabletten nehmen. Hätte ich dir das nicht einmal erzählt, wüsstest du das gar nicht. Da wäre vielleicht gar keine Krankheit nicht da. Ich behaupte, dass 80% der Krebserkrankungen so schnell vergehen, wie sie gehen, dass das bloß nicht zum Arzt geht. Das ist ja wie Wehchen, wie ein Bubs, der den Bauch rumgeht. Die geht schlecht, aber da rennt ja jeder, welcher jeder Kleinigkeit zum Arzt und dann finden die was. Immer mehr. Dann kann ich jetzt 500 Jahre zurückspringen, gedachterweise in meine Paracelsus-Schriften, da sollte die Ärzte sind Krankheiten erfinden. Und die waren immer mehr. Und umso mehr die Ärzte waren und umso mehr die Pharmaindustrie, umso mehr Kranke gibt es. Mittlerweile kriegst du keinen Termin mehr beim Hausarzt. Die schneiden sich einen Viertel Zentimeter den Finger und sitzen in der Notaufnahme im Krankenhaus. Das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Es ist ausgebucht bis zum es geht nicht mehr, seit der neue Chef da ist. Und es wird gefreut, endlich ist einer dort, das richtig. Vierteljahr im Voraus die Operationen ausgebucht. Das war beim alten Chef nicht. Der war nur ein bisschen, der hat noch einen Hauch von Moral gehabt. Das ist die Welt. Und sprichst du das an? Ja, aber. Jeder ist Ego. Jetzt kommt sofort volle Breitseite des Ego, das sich rechtfertigt. Jetzt komme ich zu den Opfern. Also der Abraham, da ich weiß, das ist übrigens auch, der wird dann gefoltert, filmisch total super gemacht, jetzt nicht gruselig, aber läuft so im Kopf ab, mit Zähne rausreißen, Fingernägel rausreißen, die Amerikaner holen den größten Folterspezialisten, der ist vollkommen standhaft, dem bricht nichts, absolut nichts, weil er ganz schlichtweg und einfach hier beweisen will, wie verlogen diese Menschen sind. Und jetzt kommt der Trumpf. Die hier von der CIA oder was, wo dann untereinander reden, wo denen das alles klar ist. Es geht um, der hat eine Atombombe installiert und die geht hoch und dann gehen 6 Millionen Menschen kaputt. Und dann ist schon die Moral, inwieweit ist es hier moralisch vertretbar, einen zu feuern, um 6 Millionen zu retten. Ich sage jetzt von vornherein, das sind nur Gedanken, es ist eine fiktive Geschichte, wo du was zu lernen hast. Alles, dein ganzes Leben, wenn du die Bildzeitung, die Tageszeitung, die Nachrichten, Syrien, die Flüchtlinge nimmst, es sind fiktive Geschichten, es sind Märchengeschichten. Geh auf die Metapher-Ebene. Der Trick hier bei mir selber ist, habe ich mir gedacht, gut, ich weiß, dass der für mich alles tun würde, der Abraham, aber ich weiß, wo seine Schwachstelle ist, das ist sein Sohn.
Ich würde mich sofort für dich umbringen, aber doch nicht meinen Sohn, bitte nicht mich. Da muss weh, du musst Ohren fassen. Das macht dann der Folterer, weil sie rauskriegen, hey, der hat eine Familie und hat Kinder. Und dann holst die Kinder und fangen an, die Kinder vor seinen anzufordern. Und jetzt kriegt die erste moralische, die das in die Wege geleitet hat, kriegt jetzt eine moralische. Ist es gerechtfertigt, ein Kind zu foltern, dass der vielleicht sagt, wo die Atombombe ist, um 6 Millionen Menschen zu retten? Jetzt kommt die Moral plötzlich ins Schwingen. Was ist eigentlich noch moralisch vertretbar? Die berühmte Sache immer wieder mit dem Flugzeug. Kann ich jetzt das Flugzeug sprengen, wo ich was das Licht auf ein Stadion mit 80.000 Mann suche? Ist es moralisch vertretbar, hier 300 Mann in die Luft zu sprengen, wo das Flugzeug kaputt gegangen ist, oder das auf das Stadion mit 60.000 Mann draufstürzen zu lassen? Die Fragen stellen sich überhaupt nicht, weil das alles Kategorie 2 Fragen sind. In dem Moment, wo du begreifst, was mache ich jetzt eigentlich? Ich bin doch schon wieder dabei, ein Ja oder ein Nein zu erwarten. Das heilige Ganze ist jetzt eine Welle, eigentlich ein Berg oder ein Tal? Meine Lösungen, die ich euch gebe, die sind für normale Menschen, die Kompliziertdenker sind, geistlose Kompliziertdenker, viel zu einfach. Ich sage, wenn du was los haben willst, denkst dir doch einfach nicht mehr. Hör einfach auf, dir das zu denken. Dann ist es weg, das kannst du aber nicht. Warum kannst du das nicht? Weil du dich in einem Gefängnis festhältst, wo ich mein göttliches Gefängnis in den Ohren bauen und auch lesen, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Das heißt, das Erste, was wir jetzt begreifen, ist die Meinungen, die du vielleicht fanatisch vertrittst, ob du fanatischer Rechter bist oder fanatischer Linker bist oder fanatischer Christ oder Moslem, egal was du zu sein glaubst, hast du dir nicht rausgezogen. Ich sage mal, du bist wie ein träumender Geist und all dein Glaube, dein Wissen ist nicht dein Wissen, ist bloß ein Schwanginhalt. Beispiel kann man an anderer Stelle noch lesen. Und du verwirklichst das und du funktionierst wie eine Maschine, ein Mech-Animus. Mech heißt auf Hebräisch Gehirn. Ani ist das kleine blaue Ich, Ani, ein schöpferischer Existenz eines Intellekts, und das muss, ein Mech-Animus, ein reiner Automatismus, an den Automatikus denken, das Vögel, den Mathematikus, Automatikus, Autos, das Selbst, Matikus, dumm, unbewusst, Blödmann. Ein Selbst ist vollkommen Blödes. Das ist das, wenn du das ist der erste Weg in die Heilung, dass du das erkennst an dem, der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast. Dass die Meinungen, die du vertrittst, nicht deine ureigenste Meinungen sind, sondern das ist dein Schwamminhalt. Dass jetzt die jungen Leute, die sich zu... Ich kritisiere nicht, ich beschreibe, das ist jetzt ganz wichtig. Und nochmal, ich verfüge über das Bewusstsein, dass alles, was ich dir träumenden Geist erleben lasse, vollkommen bewusst gemacht ist und du dir nicht raussuchen kannst, was du träumst. Aber alles, was von dir geträumt ist, ist genauso, wie du es träumst. Auch die Wertungen, die du dir dann mit dazu denkst, ob das schön ist, ob das hässlich ist. Und du musst nur in den Zeitfenster hin und her fahren, wenn du jetzt junge Leute hast, die sich voll tapezieren mit der Du's, weil das geil ist, das ist ein reines Nachäffen von einem Umfeld. Es war noch nie anders und es wird auf dieser Ebene auch niemals anders sein, bis in alle Ewigkeit. Nichts Neues unter dieser Sonne. Bis hin zu den physikalischen Formeln. Wo das letzte Mal bei mir warst, Johannes, wo ich dir ganz kurz zeigt habe, dass bei Paracelsus in meiner Schrift die große Erkenntnis von einem Lichter, inklusive Bild, wo er meinte, hat den Stein der Weisen, das Rätsel der Quantenmechanik gelöst, zeige ich ihn auf einer Seite exakt nahezu mit derselben Zeichnung der Schrift, die 1521 angeblich jetzt natürlich von mir in die Vergangenheit gedacht, habe ich auch jetzt geschrieben. Ob du das verstehst oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ich sage immer wieder, ich bin nicht der Udo, den du dir ausdenkst. Ich bin wesentlich mehr du selbst, wie irgendein Gedanke von dir. Ich bin der, der jetzt den Udo sprechen hört und der sich den Udo ausdenkt. Aber jetzt frag dich mal, wer sich jetzt den Udo ausdenkt. Ich meine, das Pickelmännchen, das du vor deinen Augen hast, ist gar nicht vor dir, in einer gewissen Entfernung vor dir auf dem Monitor, sondern ich sage mal, stell dir vor, du hast jetzt eine VR-Brille auf. Deine sinnlich wahrgenommenen Informationen sind genauso Informationen, wie wenn du bloß was denkst. Bloß du gehst in die 4 Stufen der Vergessenheit. Gibt es Videos drüber. So, wir kommen zum Opfer. Du brauchst ein Opfer. Ich muss immer, wenn das präzise machen. Und jetzt sage ich, wenn du nicht bereit bist, Kleinigkeiten aufzugeben, das ist nämlich unheimlich wichtig. Wir haben ein riesen Geschwingel in unseren Gedankenwellen. Wir haben festgestellt, gesund sein wirst du möglichst lang, wird sich aber auch, wenn du dich bemühst, wird es nicht funktionieren, du wirst wieder krank werden. Wir können Gesundheit auch eine Wohlfühlphase nennen und dann kommt wieder Phase der Melancholie.
Da musst du nicht unbedingt super scheiße drauf sein. So als wenn ich jetzt mal einen Frankie ausdenke, der hat jetzt eine Phase der Melancholie gehabt, wo wir gehabt haben. Jetzt gestern war er wieder beim Best. Gestern, ja. Merkt ihr gestern, das ist das Entscheidende. Es ist immer jetzt. Es wird jetzt gedankt, es ist jetzt in meinem Kopf. Das fällt dich an wie das Wetter. Ich sage immer, du hast auf deine Emotionen hast du so wenig Einfluss, wie jetzt normal gesprochen, auf das Wetter. Es kommt und geht, es lässt sich auch nicht steuern. Und genauso passiert es in dir. Aber wie kann ich jetzt das durchbrechen? Das Erste ist, dass ich feststelle, dass die Faust nicht nacheinander sein muss, sondern gleichzeitig nur sein können. Ich muss die Welle verstanden haben. Dual, das heißt ich, sobald ich zum Denken anfange, schmeiße ich eine Gedankenwelle auf, die überlege ich mir. Das ist natürlich auch schon, immer wenn man die Wörter jetzt genauer anschaut, ich will jetzt nicht auf das Hebräische eingehen, also auf die Vordersprache eingehen. Das kann nur gleichzeitig sein. Das heißt, umso kranker, umso beschissener es dir geht, wenn es dir schlecht geht. So jetzt irgendwas, musst du wissen, sobald der Berg oder das Tal größer wird, wird das andere mit größer. Denk einfach, das ist eine Arithmetik, da läuft im Hintergrund läuft ein Computerprogramm, du bist in einer Matrix. Und die Matrix ist das Programm, die Bilder, die du siehst, sind bloß Berechnungen aus diesem Programm und dieses Programm ist deine derzeitige Logik, die du zum Denken benutzt. Darum leidet ja auch einer, wenn man den mit dem Hammer auf die Hand haut. Das macht das Programm. Aber das, was auftaucht, alles, was existiert, kann nichts empfinden. Das habe ich dir gerade erzählt. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Jetzt ist es so, dass wenn du auf eine höhere Ebene willst, dort immer sagst, das muss weg sein, damit das Nächste kommt. Also gut, die Krankheit muss weg sein, dass ich wieder die Gesundheit habe. Ob ich die jetzt versuche, am Leben zu erhalten, möglichst lang, oder gar nichts mache. Es wird sich wieder auflösen und dann kommt die Krankheit wieder. Ich muss diesen Hexenkessel durchbrechen, indem ich das jetzt ins Jetzt zusammenschiebe und begreife, wenn das eine da ist, ist das andere auch da. Ich muss mich auf eine höhere Ebene erheben. Denken wir an die Erdkugel, die man mit dem Scheinwerfer anstrahlt. Dann wechselt nichts mehr ab, was hell und dunkel anbelangt und auch alle anderen Zustände sind gleichzeitig da. Ich kann das natürlich drehen und kann nicht sagen, ich mache mich selber zur Sonne, zum Wirklicht, zum wirkenden Licht. Und jetzt stelle ich mir eine Kugel vor. Ist das erste Problem, dann ist die komplett hell. Jetzt darf ich nicht den Fehler machen zu sagen, die andere Seite ist finster, sondern das ist hell und das Außen drumherum ist das finster. Die Seite sehe ich ja nicht. Wie war das in der kleinen Geschichte, wo ich euch gesagt habe, könnt ihr euch erinnern? Ich habe gesagt, hier, ich fahre mit dem BC, Zug. Nee, der Holger, der BC und der Udo fahren ihm zu, wir machen eine kleine Reise, ne? Wir fahren durch England. Okay, und dann fahren wir so und wir schauen aus dem Fenster raus, wir denken uns jetzt, das Fenster wäre ein Monitor, wissen wir ja nicht, vielleicht ein 3D-Monitor. Und dann sagt der BC, der sieht zwei schwarze Stafe stehen und dann sagt der Holger sagt dann ganz einfach, oh, schau mal, in England sind die Schafe schwarz. Holger ist ja total die Schlafmütze, der BC ist ein bisschen wacher. Der BC sagt, nein, Holger, so kann man das nicht stehen lassen. Nur weil du zwei schwarze Schafe schießt, heißt es noch lange nicht, dass in England alle Schafe schwarz sind. Es könnte durchaus auch weiße Schafe geben. Und dann sage ich, ja, na, das ist jetzt nicht ganz präzise. Ich habe gesagt, wir haben einen Ordner England. Okay? Das ist jetzt wie eine Datei. Und da taucht jetzt auf unserem Bildschirm, taucht ein Feld auf. Feld könnte ich jetzt, wenn wir das separieren, heißt, der schreibt sich Shin-Dehe, das heißt eine logisch geöffnete Wahrnehmung. Jetzt können wir die Wörter auch noch. Und da sind zwei schwarze Schafe drauf. Es kann aber sein, dass in den Orten England auch irgendwo Felder sind mit weißen Schafen. Was hundertprozentig sicher ist, dass in den Orten England ein Feld ist mit zwei Schafen, die von einer Seite aus gesehen schwarz sind. Ich weiß nicht einmal, ob die andere Seite auch schwarz ist. Das ist Genauigkeit. Und das ist jetzt, dass du die Genauigkeit, wenn du magst, ist immer ein Hintergrund da. Dann habe ich eine zweite Geschichte noch gebracht, dass ich gesagt habe, wir gehen in der Kneipe, wir drei. Der Holger, der Bezi, jetzt musst du aufpassen, Johannes. Der Holger, der Bezi und du gehen in der Kneipe. Und dann kommt hier die Bedienung zu uns her, ganz kommt und sagt, na, wollt ihr drei ein Bier? Und dann sagt der Holger, ich weiß es nicht. Und dann sagt der Bezi auch, ich weiß es nicht. Und ich sage, ja. Jetzt pass auf, jetzt muss man den Hintergrund wissen. Der Holger hätte gerne ein Bier, aber sie hat ja gefragt, wollt ihr Dreier Bier? Er weiß ja nicht, ob der Bezi und der Udo ein Bier wollen. Darum sagte ich, weiß es nicht. Der Bezi hat es genauso aufgefasst. Die hat ja gefragt, wollt ihr Dreier Bier? Bezi hätte auch gerne ein Bier getrunken. Aber er weiß ja nicht, ob der Holger und der Udo ein Bier wollen. Und darum sagte er auch, ich weiß es nicht. Und ich sage, ja, weil ich ganz genau weiß, wenn die kein Bier gewollt hätten, einer von den zwei, hätte er Nein gesagt.
Auf die Frage, wollt ihr drei ein Bier, hätte er dann gesagt, nein, wenn er kann es. Also müssen wir, weil sie gesagt haben, ich weiß es nicht, müssen sie ein Bier wollen. Logisch? Es ist immer noch mal ein Hintergrund dahinter. Und das geht jetzt noch viel, viel weiter. Was sonst der Song? Es geht um Genauigkeit. Um Genauigkeit ist also das, dass wir jetzt opfern müssen. Wenn wir nämlich das zusammenschieben, dass Gesundheit und Krankheit nicht gleichzeitig ist, nicht getrennt ist zeitlich, sondern dass es nur gleichzeitig sein kann, heißt es, in dem Moment, wo ich das eine opfere, obwohl ich es aufrechterhalten will, wenn ich den Wellenberg zusammenschiebe, was passiert dann mit dem Wellenberg? Ich war wieder das, was ich bin, für einen Moment. Das heißt, ich kriege die Seite nur weg, wenn ich die dafür opfere. Ich werde die Seite immer wieder vorgesetzt bekommen, solange ich die ständig haben will, weil die sich auflösen und ich kriege das Gegenteil. Das ist das Spiel der Zeit, bis ich bereit bin, eine Seite, die ich haben will, das, was ich besitzen will, aufzugeben. Und jetzt kommen wir ins praktische Leben. Ich sage zum Beispiel Rauchen unser Thema. Wenn du ein Raucher bist, dieser Mechanismus deines Egos, er hustet sich gestern die Seele aus dem Leib. Es hat ihn nicht dran gehindert. Ja. Sofort wird das Ego. Ego geht sofort in die Verteidigungsposition. Wir beobachten nur Programme. Kein Vorwurf, ich werfe. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorwurf, dass er so ist, wie er ist. Erzählen durch er, der mich jetzt sprechen hört, der muss das nachvollziehen können. Die Gedanken, den Holger, den du dir ausdenkst, wann denkst du an den Holger? Puh. Ist doch sowas von ein Nichts. Ein absolutes Nichts. Wann denkst du an den Udo? Vielleicht wenn öfter wie an den Holger, aber in Bezug auf die gesamten Informationen, die du hast, ist der Udo doch genauso ein Nichts. Also gut, sofort Verteidigungsposition. Das Ego versucht ja, das, was es will, am Leben zu halten. Du wirst dir auch immer wieder alles logisch erklären. Und wenn du dieses Ego, das Haar, wenn du mir das zurückgibst, dann fällt die Welt, die du dir aufgrund eines Programms ausdenkst, zusammen. Das ist wie wenn ich ein Programm lösche. Wollen wir ja aber nicht, weil wir ja nichts vernichten wollen, sondern wir wollen es vervollkommnen. Das heißt, wenn du mit den Buchstaben dein Programm gibst, dieses Fehlerhafte in Bezug auf das Ganze, was auch immer das Ganze ist, was du feststellst, dass wir Hierarchie haben, du gibst mir einen Buchstaben und du kriegst von mir dann für diesen Buchstaben ein Wort. Haben wir so oft gesagt. Nämlich das Wort Haus. Weil ich dir das Haar nicht wegnehme, sondern ich will die Puzzlestücke zu einer größeren Ordnung zusammensetzen. Und dann wirst du feststellen, du kriegst es ja wieder mit zurück. Das heißt, jetzt machen wir ein Beispiel mit Rauchen. Wenn du ein Suchtraucher bist und dir ständig einredest, ich brauche Rauchen, ist das ja das Gegenteil von Nichtrauchen. Was mir jetzt nicht darum geht, dass du in diesen Wechsel, ich rauche nicht, wir können das auch nennen, Raucher, Nichtraucher. Ich mache jetzt einmal als Zustand, ich bin Raucher, ich bin Nichtraucher, das unterscheidet sich ja. Die Schienen müssen wir nebeneinander hinstellen. Das ist ein Raucher und das ist ein Nichtraucher. Es wird keine Raucher geben, wenn es keine Nichtraucher gibt. Es gibt keine Berge ohne Täler. Und ob wir jetzt von einem Objekt reden oder von einem Zustand, von einem Wollen und Nichtwollen reden, spielt dabei keine Rolle. Das heißt, mir geht es nicht darum, dass du von der Einseitigkeit in die andere gehst. Das ist nicht die Sache, dass du vom Raucher zum Nichtraucher wirst, genauso wenig wie von einem Nichtraucher. Den erklär, wenn du kein Raucher bist, bist du unvollkommen, weil dann bist du nicht alles nach Holofilm. Du musst zum Raucher werden. Weil nur gespiegelt. Ich mache keinen Unterschied zwischen den Spiegelungen. Für mich ist, ob der Henkel rechts oder der Henkel links, das ist für mich nicht relevant. Ob das Ding einen Henkel hat oder keinen Henkel hat, ist für mich nicht relevant, weil das gleichzeitig da ist. Mir geht es um die Gleichzeitigkeit, um das Chat. Du musst das Chat verstehen, wo im Hintergrund steht. Okay. Also wie sieht jetzt in der Praxis aus? Das heißt, du musst erst einmal wirklich opfern, dass du zu einem Nichtraucher wirst. Das Rauchen opfern, aber es geht nicht, wenn ich sage, dass du zum Nichtraucher wirst, wechselst du bloß die Seiten. Wir wollen doch in dieses Dual. Da bist du für einen kleinen Moment. Nämlich, wenn du jetzt nicht rauchst, fällt der Nichtraucher auch zusammen und für einen kleinen Moment bist du ohne einen Gedanken. Das ist die Vollkommenheit. Und dann kann was Neues entspringen. Pass auf, machen wir mal Internetseite. Jeder hat seinen kleinen, jedes Programm schreibt einen kleinen Rhythmus vor, wenn du aufstehst. Jetzt zeitaktuell, dass du dich vom Computer setzt, dann gehst du in gewisse Internetseiten. Habe mit unserer Inge gesagt, die Phase, wo sie in Schall und Rauch drin war, Verschwörungstheorienzeit, macht sie mittlerweile schon längst nicht mehr. Dann machst du eine Seite auf, die natürlich aus dir kommt, du träumst dir, wo kommen die Internetseiten hin, wenn du in einen Traum sich an einen Computer hinsetzt und gegen ins Internet, kommt doch alles aus dir.
Darum betone ich immer wieder, alles, was dir dieser Computer jetzt erzählt, dieses Pixelmännchen, das ist eine Figur in deinem Traum. In einem Traum entsteht nur das, du bekommst nur das zu sehen, was du dir selber ausdenkst, was du träumst. Du musst irgendwann einmal das zweite Gebot halten. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drüben auf der Erde. Mach dir kein Bild von was da draußen. Du kannst es dir ausdenken, aus dir herausdenken. Ich kann mir jetzt hier, wie ich immer sage, ein grünes Massmännchen auf dem Mond denken. Es ist trotzdem, es ist hier und jetzt in meinem Kopf. Natürlich jetzt symbolisch. In dem roten Kopf. Das ist hundertprozentig sicher. Ob der Gedanke wirklich dort ist, wo du ihn hindenkst, die Frage wird sich nochmal stellen. Wenn das einmal wirklich so installiert ist, dass sich die Frage gar nicht mehr stellt, sind schon mal 99% meiner Probleme, das Vorgelegte, weg. Was jetzt hier wichtig ist, und darum ist es, ich spiele das nochmal durch, bleibt das bei den Internetseiten. In dem Moment, wo ich meinen Rhythmus habe, ich schaue dahin, was ist in dem Chat, in dem Holofeeling-Chat, was ist da drin, es geht nicht, dass du das aufgibst. Es geht dann nicht darum, dass du das Gegenteil machst. Wenn ich jetzt solche Seiten habe, dann schaue ich mir was an und dann, wenn ich die Worte lese, kriege ich wieder Vorstellungen, die ich mir ausdenke. Wenn ich auf Verschwörungstheoretiker-Seiten bin, dass ich mich bloß näher, dann meine ich, das ist in Ordnung, das ist da außen. Gehe ich dann wieder auf normale Tageszeitungen, denke ich mir was anderes aus und ich merke, wenn ich mich selber beobachte, mein Programm analysiere, dass ich einseitig sympathisiere. Also einseitig mitleide, weil Leid ist Unvollkommenheit und jede Einseitigkeit ist eine Unvollkommenheit, ist zwangsläufig Leid in Bezug auf das heilige Ganze. Immer dran denken, Gesundheit hat nichts zu tun mit Heiligkeit. Heiligkeit ist gesund und krank, das ist eine heilige Welle. Die gesunde Hälfte ist genauso einseitig unvollkommen. Darum sage ich, jede Vorstellung von richtig ist fehlerhaft. Es fehlt nämlich die Kehrseite und alles, was sonst noch drumherum ist. Und damit zwangsläufig falsch, lateinisch falla, falsch, lug, trug, eine Falle, in die du dich selber einsperrst. Das ist deine Logik, weil du ums Verrecken wohl nicht unlogisch wirst, aber du musst von Basic aus gesund unlogisch werden, um Windows oder irgendwelche höhere Betriebssysteme zu verstehen. Andere Sprachen zu verstehen. Das ist mit Arbeit verbunden. Die größte Arbeit ist es Loslassen lernen. Das war jetzt die Sache hier, wo ein kleines Heureka passieren kann. Ist also, wie sieht jetzt das aus, wenn ich was opfere, ohne was zu opfern? Ich sage jetzt erst immer wieder, Bedingung ist, versuch nichts an deinem Leben zu verändern. Es wäre eine Veränderung, wenn du vom Raucher zum Nichtraucher wirst oder vom Nichtraucher zum Raucher wirst. Sondern versuch dich zu vervollkommnen. Kann ich denn beides gleichzeitig sein? Bist du sowieso. Weil gleichzeitig heißt das alles, was passiert jetzt ist. Und wenn du an einen Raucher denkst, dann ist der jetzt. Und wenn du an einen Nichtraucher denkst, ist der jetzt. Und wenn du dir einen ausdenkst, wo du sagst, das bin ich nicht, ist das deine, jetzt deine Information. Und wenn du an jemanden denkst, wo du sagst, das bin ich, ist es genauso deine Information. Geh den Gedankengang mit, das ist hundertprozentig sicher. Du hast losgelassen, wenn es dir gleichwürdig wird. Jetzt muss ich noch dazu machen, weil das ist im Hintergrund dann schon wesentlich genauer. Wenn du was machst, ist noch die Frage, warum? Aus Kaufmannsdenken, weil du dir eine Verbesserung ausdenkst in deinem Leben, dann habe ich gleich schon gesagt, falsches Ziel. Weil eine Verbesserung deines Lebens ist das Gegenteil von einer Verschlechterung und du bleibst wieder einseitig. Keiner strebt die Heiligkeit an, die du übrigens nie erreichen wirst, weil du die bist, du hast es bloß vergessen. Weil du ich bist. Du all. Du bist der Punkt, aus dem alles entspringt. Selbst wenn du dich jetzt als träumenden Geist setzt, gilt dieses Gesetz schon. Egal an was du denkst oder was du dir denkst, es wäre nicht, wenn du es nicht denken würdest. Aber sobald wir das jetzt denken, den träumenden Geist, wie ich das nenne, muss dir klar sein, dass der träumende Geist ja auch schon wieder gedacht ist. Das ist diese Hierarchie, wo wir so oft durchgespielt haben und immer wieder merke ich, ihr checkt es nicht. Ich mache nochmal. Ich denke mir jetzt ganz bewusst einen Denker aus. Okay? Und dieser Denker schaut seine Gedanken an, die er denkt. Er kann immer nur die Gedanken sehen, die er denkt. Erste Polarität, der Denker, den ich mir jetzt denke, als Subjekt, als Quelle, gleichbleibend immer derselbe Denker. Die Gedanken unterliegen einem ständigen Wechsel. Darf dir sofort nachvollziehbar sein. Brauchst du jetzt bloß schauen, was deine Informationen machen. These, Antithese, immer gleichbleibend, unverändert, ständiger Wechsel. Aber jetzt muss dir klar sein, wo eine These und eine Antithese ist, ist eine höhere Ebene. Denk wieder an das heliozentrische Weltbild, an die ausgedachte Erdkugel mit der Sonne. In dem Moment, wo mir das bewusst wird, dass der Denker, der ständig wechselt, immer gleichbleibende Denker, der ständig wechselnde Gedanken hat, dass der jetzt etwas eine Gedankenwelle von mir ist mit zwei Seiten, ist dieser Denker ein Gedanke, aber von einem höheren Wesen.
Stimmt oder stimmt? Aber damit, da wir ja in der unteren Ebene wissen, dass Gedanken sich ständig verändern, ist es nicht nur ein Denker, sondern ich denke mir viele Denker. Pass auf, wir gehen auf den Denker zurück. Ein Denker denkt sich viele Menschen aus. Seine Logik schreibt ihn vor, je nachdem, wir sind natürlich nur da, wenn er sich sie denkt, aber seine Logik schreibt ihm vor, in dem ständigen Wechsel, einige dieser Menschen bin ich und die anderen Menschen bin ich nicht. Jetzt gehen wir eine Stufe höher, wir stellen jetzt fest, dass wir auf der höheren Ebene, der sich den Denker ausdenkt, dem das jetzt bewusst wird, dass der Denker ja nur existiert, dieser eine Denker, weil er gedacht wird von mir, dass im selben Moment ich mir ja auch andere Denker denken kann. Ich sage jetzt, ich bin bloß einer dieser Denker, die anderen Denker bin ich nicht. So wie der Denker sagt, ich bin bloß einer dieser Menschen und die anderen Menschen bin ich nicht. Aber sobald uns das jetzt bewusst wird, dass ja da einer da sein muss, der sich den Denker ausdenkt, sonst existiert der Denker ja gar nicht. Auch denn seine Gedanken sowieso nicht, weil die hängen ja mit dem Denker zusammen. Stimmt oder stimmt? In dem Moment, wo mir das jetzt bewusst wird, dass dieser Denker Gedanken aufwirft, die nur aufgrund von ihm selbst existieren, muss einer da sein, der sich dieses Spiel ausdenkt. Bin jetzt ich. Ich denke mir einen Denker aus und jetzt ist es, dass ich der Denker, ich denke mir jetzt zwangsläufig im selben Maß viele Denker aus und sage, ich bin bloß ein Denker davon. Wieso mache ich das? Weil jetzt einer da sein ist, der mich ausdenkt, das bist du. Vorausgesetzt, du bist ich. Das ist das Spiel der vier Ichs. Da muss einer da sein, der sich an, da muss einer da sein, abgehoben, der sich an ausdenkt, an Brösel ausdenkt, der sich an Denker ausdenkt, der sich wiederum Menschen ausdenkt. Und sobald du das jetzt denkst, stellst du das immer vor dich hin. Und es kommt alles aus dir. Hier und jetzt. Kein esoterisches Gespinn, kein Es. Sofort überprüfbar. Reine Selbstüberprüfung der eigenen Gedanken. Und im Angesicht all dieser ständig wechselnden Informationen ist ein einziger verbindender Parameter da. Das ist der träumende Geist, in dessen roten Kopf sich das abspielt. Darum wiederhole ich tausende Male wichtige Sätze. Was hat der Känguru in Australien, ein Neandertaler in der Steinzeit und der Eiffelturm gemeinsam? Den, der sich das jetzt denkt, weil diese Worte in ihm auftauchen. Und die Worte würden nicht in ihnen auftauchen, wenn sie von dir jetzt nicht ausgedacht werden. Das ist der eigentliche Schlüssel. Du bist das verbindende Parameter für alles, was du dir denkst und die Quelle davon. Woher ich das weiß, weil du ich bist. Und wann bist du ich? Wenn du jetzt den Udo sprechen hörst und ihn dir jetzt ausdenkst. Und der Udo kann, den du dir jetzt ausdenkst, der kann nur das sprechen, was du dir denkst, weil du ein träumender Geist bist. Du musst nichts dabei tun, du sitzt eigentlich nur auf deinen himmlischen Stuhl und schaust dir an, was in dir alles passiert. Den Zustand, wenn du den Zustand erreicht hast, lässt du es einfach geschehen. Jetzt kann man ihm geschehen lassen, darum sage ich, auch als Brösel spielt eine Rolle. Und das war jetzt die Sache mit dem Rauchen. Internetzeiten spielt keine. Bei der Internetseite, wenn ich mich jetzt diszipliniere, dass ich meinen gewohnten Rhythmus abbreche, dass ich das nicht mehr anschaue, diese immer morgens einschalten, als erstes Bildzeitung, Nachrichten, was auch immer. In dem Moment, wo ich das opfere, okay, fällt ja die Gegenseite. Ich sage, die Seiten, die ich mag, sind ja Seiten, viele, viele Seiten, die ich nicht mag, die ich erst gar nicht aktiviere. Das, was ich anschaue, gehört das, was ich nicht anschaue. Wenn ich das, was ich anschaue, opfere, komme ich doch für einen kleinen Moment in den Punkt, aus dem alles entspringt, der ich sowieso immer bin. Und ich sage, es wird auf das eine das andere folgen. Jetzt bist du in der Neutralitätsszene und dann kann was vollkommen Neues auftauchen, was nie auftauchen kann, weil du ja immer dieselben Seiten anschaust. So wie du mit einer absoluten Hartnäckigkeit jeden Morgen, wenn du wach wirst, als der wach wirst, der du zu sein glaubst. Die Ursache besteht darin, hör genau zu, weil du ja mit aller Gewalt glaubst, das bist du. Und wenn es dieses Ding, das du jetzt denkst, das wach wird, wenn das nicht mehr gibt, gibt es mich ja nicht mehr. Wie krank ist denn das? Und drum wirst du immer als dasselbe wach jeden Morgen. Weil du doch derjenige bist, der gar nichts anders sein will. Stimmt oder stimmt? Und jetzt komme ich zum Rauchen. Beim Rauchen sieht es so nochmal, wenn ich sage, du musst das Rauchen opfern, das dich wie eine Maschine, obwohl du krächzt und nicht hutzen kannst, aber was ist, der Klicker, jetzt mir scheiße, aber alle paar Minuten auf dem Balkon rennen und sich eine Zigarette hängen. Ich bin kein Feind mit Zigaretten, es geht um die Schizophrenie. Das ist, wie mächtig ist dieses Ego. Und ich sage, wenn du das einmal opferst, diesen Mechanismus opferst, mir geht es nicht, dass du nicht rauchst, sondern
dass du nicht Raucher und Raucher gleichzeitig bist. Das ist Gleichwertigkeit. Und das ist schwer zu erklären, aber ich habe ein schönes Beispiel, ist mir eingefallen, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Küche gehe und ich sehe einen Apfel liegen. Und ich kann mir ja nicht raussuchen, jeden Moment, wie es mir ist. Mein Speisekartenbeispiel. Bei Speisekarten, jedes Mal, wenn ich dieselbe Speisekarte anschaue, ist man mal nach einem Salat, mal ist man nach einem Schäuferle. Es spielt ja keine Rolle. Das muss ich mir überraschen lassen. Also ich gehe in die Küche, das ist ein Apfel, und der lacht mich an, dann esse ich den, wenn er da ist. Okay, wenn ich in die Küche gehe, liegt der Apfel da und der lacht mich nicht an, dann registriere ich den gar nicht. Es ist selbst, wenn ich jetzt in den Kopf kriege, Mensch, Apfel wäre jetzt nicht schlecht, ich gehe in die Küche und es ist kein Apfel da, dann leide ich überhaupt nicht, wenn keiner da ist, ist ja keiner da. Weil es mir gleichgültig ist. Jetzt versucht es einmal mit Zigaretten. Dass wenn keine da ist, dass dir das so wascht ist. Deswegen geht es dir nicht besser, nicht schlechter. Ich sage immer, das ist bei mir mit den Dampfern so. Ich genieße es, wenn er nicht da sind. Manchmal heute Morgen weiß man nicht danach, aber wenn man probiert hat, man nicht so geschmeckt, man muss es halt sein lassen. Dann ist wieder, kann er mir reinsetzen, weil es so gut schmeckt. Das meine ich doch. Dann lasse ich es oder mach's. Und das ist jetzt das Eigenartige, dass da was Eigenartiges passiert, dass den Zustand, dass du keine Zigaretten willst, selbst wenn es dir oberbeschissen geht, schiebst du es trotzdem rein. Das ist das, was du opfern musst. Das ist das, was du opfern musst. Und da wirst du meinen, wie das Ego dir erklärt, warum soll ich das eigentlich machen? Es müsste gleichgültig werden. Genauso jetzt gespiegelt, wenn du ein Raucher bist, ist es auch, die dürfte es überhaupt nichts ausmachen, wenn ich eine Zigarette, wenn du eine Zigarette rauchst. Da wirst du rauchen, nein, ich rauche nicht. Du kannst eine Zigarette nehmen und kannst die rauchen und kannst sagen, schmeckt mir nicht. Jetzt musst du aber wieder reinschauen, kaufen, ist es ein Feindbild oder stellst du einfach fest, es schmeckt mir nicht. Ich sage immer wieder, du kannst zu allem Nein sagen. Du sollst bloß nichts ablehnen. Ich kann jetzt nach dem Essen dir einen Schnaps anbieten und dann sage ich nein, danke. Ich trinke gerne mal einen Schnaps, aber jetzt ist man nicht danach. Das ist der feine Unterschied. Das ist Freiheit. Und du musst, wenn du frei werden willst, das dann mal analysieren. Und da quetscht sich einer extrem dazwischen. Das ist mein Ego, was will ich und was will ich nicht. Was habe ich für Vorstellungen, was habe ich für Wünsche? Und dann kommt diese Hartnäckigkeit. Das ist immer wieder dieselben Seiten. Das sind so Kleinigkeiten, wo man maschinenhaft wiederholt. Das ist, dass du mal im Alltag die Rituale beim Aufstehen, dann, dass du dir deine Feindbilder bewusst machst, dass man die zum Lieben liebe deine Feinde, hast lieb alles, was dir unlogisch, böse, schlecht und verkehrt erscheint. Der Satz aller Sätze, liebe dein Ra, Hebräisch, 270. Lieben heißt nicht, sage ich immer wieder, dass du jeden Arsch an meinen Hals fällst. Mein altes Beispiel, mir laufen durch den Zoo, ich kann all diese Kreaturen und Geschöpfe und alle Pflanzen lieben. Die Brennnessel genauso wie die Orchideen, die Krokodile und die Giftschlangen genauso wie die Kolibris und die Äffchen. Lieben heißt, ich erfreue mich an dieser unendlichen Andersartigkeit. Ich erfreue mich an meine Trockennasenaffen ohne Ende, diese Riesenpalette, die ich als Auto entschaffen habe in meinen Romanwelten. Von Hannibal Lecter bis zum heiligen Jesus. Es sind Märchenfiguren. Es sind einfach nur Märchenfiguren. Und jede für sich ist extrem lehrreich und extrem hochinteressant, ihre Charaktere zu beobachten. Ich sage, die ganzen Tierchen wollen dir auftauchen und ein Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten. Das ist eigentlich hier die große Haupterkenntnis. Aber das ist ja das Problem, dass du blind wirst, wenn du glaubst, du bist das Tierchen. Und das Tierchen bestimmt über dich. Es ist der absolute Herr, es ist dein Ego. Nicht nur über dich, sondern über die Welt. Du bestimmst sogar, ob die Welt eine Scheibe ist oder ob die eine Kugel ist. Du bestimmst, welche Sachen, die du essen darfst, die du nicht essen darfst. Und ich garantiere dir, ich sorge dafür, dass es genauso ist, wie du glaubst, dass es ist. Das heißt, wenn du weißt, auf das, wenn ich das esse, kriege ich Scheißerei, dann kriegst du Scheißerei, wenn du es isst. Und wenn du sagst, es ist giftig, dann ist es für dich giftig. Und wenn du sagst, es ist ein Allheilmittel, dann wirst du den Eindruck haben, dass es ein Allheilmittel ist. Aber du wirst diese Kurve, dass es dir, wo es dir gut geht, du wieder krank wirst, nicht durchbrechen, bis du das opferst. Und das ganze Wissen wiederum, dein Geschmack ist geistlos nachgeäfft. Kannst du sagen, es ist auf meinen eigenen Mist gewachsen? Ich sage, das kannst du dann sagen, wenn du sagst, es ist mir eingefallen. Ich behaupte jetzt einmal, ich denke mir einen Goethe aus. Ich denke mir jetzt ganz bewusst an Goethe aus und der sitzt da und der macht sich Gedanken über die Welt und dann kommt ihm dieser gigantische Faust in den Sinn. Und dann schreibt er das nieder. Und Goethe weiß, das, was ich jetzt da niedergeschrieben habe, das habe ich nicht irgendwo abgeschrieben, das habe ich nicht kopiert.
Das ist mir eingefallen. Okay? Das hat er aus sich selber. Das kann er beschwören. Was er aber nicht weiß, wo er es her hat. Das nennen die dann meistens Gott. Ich weiß, wo er es her hat, von mir. Ich behaupte, es gibt nicht einmal einen Goethe, wenn ich mir keinen ausdenke. Ich bin doch derjenige, der sich jetzt einen Goethe ausdenkt, jetzt haben wir diese Hierarchie, und der sich denkt, dass der den Faust geschrieben hat. Ich bin die Quelle, die dich inspiriert. Das bin ich wirklich. Ich bin das werdende Licht. Ich ist nicht der Udo. Aber ich sage immer wieder, du weißt gar nicht, wie unvorstellbar klein ich mich zurzeit mache, dass ich als Brüssel Udo in einen Traum in Erscheinung tritt, als Pixelmännchen. Der hat damit nichts zu tun. Ich bin wesentlich mehr du, wie irgendein Gedanke von dir. Das ist jetzt der Bereich von den roten Ichs. Und das ist jetzt wieso das ganze Spiel, was zu erleben. Sich selbst in unendlich vielen Facetten erleben, die du alle selbst bist. Weil du doch letzten Endes deine Gedanken bist. Und deine Vorstellungswelten, letztendlich ist es ein Bubs in einem roten Kopf. Weißt du, wenn du mal wirklich dir bewusst machst, wenn ich zum Beispiel so auch denke an die Erde, an die Erdkugel. Schon mal die Wörter wieder. Erde, hebraisiert, Vordersprache, erwecktes Wissen. Kugel wie eine Welle. Das ist die Ursache. Das muss man natürlich jetzt verstanden haben. Das ist tausendmal mehr Physik wie eure Quantenmechanik, die natürlich auch stimmt. Das ist ja das Irre, dass ich immer wieder sage, du wirst von mir nie hören, dass irgendjemand nicht recht hat. Egal, was einer sagt, wenn es ihm noch so logisch erscheint, das ist doch logisch, wenn du die logisch zum Denken benutzt. Aber ob die vollkommen ist, Logik erzeugt Vorstellungen von richtig und Vorstellungen von verkehrt. Vorstellungen von richtig heißt, kann Datei lesen, kann ich nachvollziehen, verkehrt heißt, falsch, verkehrt, kann ich nicht, ist vollkommen sinnlos. Das heißt, weiß ist okay, aber schwarz gibt es nicht. Ist unlogisch. Das ist immer, da empfehle ich immer dem Zauberer, wenn jetzt diese Lateinwörter, hast du gelesen, die 5 Seiten, BC? Das sind 5 Seiten, die Geschichte mit dem Zauberer, können wir vielleicht dran stellen. Das ist ein kleines Märchen, habt ihr gelesen? Ja, ich hab gelesen. Die 5 Seiten, ist schön, das Wort Zauberer. Z-A-U-B, die Geburt eines Beschwörungskunst, die Geburt der Beschwörungskunst, A-U-B, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, wichtig, R-R. Die Geburt einer aufgespannten Polarität, das ist die Beschwörungskunst. Das wird immer so sein, ich das beschwöre, die Zimbisten, mein Glaube, für mich zumindest. Ich kann jetzt beschwören, dass ich von meiner Mutter geboren wurde als Brösel. Dann ist es aber nur ein logisches Konstrukt. Es erscheint mir so. Ich kann es aber nicht vor Gott beschwören, weil ich nicht dabei war. Erinnere dich an den Anfang unseres Gesprächs. Du solltest nur noch das beschwören, was du ohne meiner beschwören kannst. Und du kannst nicht beschwören, dass du von deiner Mutter geboren wurdest. Wir müssen es erst einmal festlegen, an was glaubst du eigentlich, wenn du an dich selbst denkst. Wenn ich dich, Geist, jetzt frage, wo kommst du her? Ich kann dir sagen, wo der herkommt, der vom Computer sitzt. Der kommt jetzt aus dir, weil du ihn dir ausdenkst. Wenn du den fragst, wo er herkommt, sagt seine Logik, symbolisiert jetzt dieser Körper, symbolisiert eine gewisse Logik im Hintergrund. Der sagt, ich wurde von meiner Mutter geboren, wie jeder normierte, normale Mensch. Ich sage das, wenn ich dich frage, jetzt in Johannes zum Beispiel, erwachsener Mann, wo kommst du her und du sagst, ich wurde von meiner Mutter geboren, so, lass uns mal deine Gedanken genauer anschauen. Du denkst jetzt in der Vergangenheit, eine Frau, Trockennasenaffenweibchen, das ist so ein Bündel Fleisch zwischen den Beinen rausgequetscht. Ich habe gefragt, wo du herkommst. Der Körper, den du dir jetzt ausdenkst, den Geist, der sich den Körper ausdenkt, wen meine ich eigentlich mit du? Also dieser Säugling bist du mit Sicherheit nicht. Ich frage den Geist, und in dem Säugling ist auch noch kein Geist drin, sondern dieser Säugling ist jetzt in dem Geist, der sich den Geist ausdenkt, in die Vergangenheit denkt. In der Vergangenheit ist nie was passiert. Das sind die Sätze, die ich gebetsmittelhaft seit tausenden von Jahren wiederhole, wenn ich auftauche. Das ist in allen heiligen Schriften drin. Und für wen mache ich das alles? Eigentlich nur für mich. Es ist die größte Form von Egoismus, die es überhaupt gibt. Aber roter Egoismus, Anarchie-Egoismus, diese Hierarchie zu vereinigen, immer wieder, das ist eigentlich wie das Fischernetz, das symbolisiert es, in eine Welt der Erlebnisse, in einen Traum hineinschmeißen und dann musst du den irgendwann einmal wieder aus dem Traum herausholen. Bloß ihr klammert euch so an eure Traumfigur, dass ihr nochmal herausholt. Euch so heimisch gemacht. Heimisch. Für Insider. Heim, Ha'im, das Meer, Gott, Beroshit El Ha'im. Gott, das Meer. Gott ist das Nichts. Und ich, intellektuelle Logik, ist Gestaltwerter. Das ist die Radix, die Matrix selber, mit dem du deine Traumwelt aufschmeißt.
Und jetzt kommt das Spiel nochmal und dann lasse ich es gut sein. Dieses Opfern von Kleinigkeiten, wenn du nicht bereit bist, gebetsmühlenhaft, ob ich sage, Raucher wie eine Maschine, sag mich, stört es nicht, wenn du rauchst, es geht ja nicht, dass du nicht Raucher bist. Du bist nicht bereit, irgendeine Marotte aufzugeben. Und solange du das nicht machst, wirst du bis in die Ewigkeit leiden. Du kannst die sogar aufgeben, ohne dass ich oberflächlich betrachte, dann mein Leben was verändert. Das sind diese Widersprüche. Ich greife auf ein altes Beispiel zurück, Bezi. Ich sage, wir sitzen hier am Tisch, wir reden über Dampfen. Okay? Unsere Informationen zur Zeit, jetzt ist nämlich unsere Informationen hängen ab von dem Intellekt. Das heißt, jetzt in dem Moment, wir sagen jetzt, da sitzen jetzt ein paar Leute, die du dir ausdenkst, die du aber nicht siehst, weil du bloß in Udo siehst, da müsstest du durch die Augen vom Udo schauen. Das heißt, du gehst jetzt in die Logik vom Udo, ich meine jetzt rein die Brösellogik Udo, die du dem Udo zusprichst, und dann habe ich hier Figuren um mich herum sitzen. Und mir ist jetzt vollkommen klar, dass in jedem dieser Köpfe denke ich mir andere Bilder rein. Ich sehe jetzt zum Beispiel was Wunderschönes, du siehst einen hässlichen alten Mann. Das sind Vorteile, ne? Udo-Logik hat Vorteile, ich möchte dazu mit der Kittchen-Logik nicht tauschen. Das ist eigentlich, dass du das ja schon nachvollziehen kannst. Das ist immer wieder, wo ich sage, das sind verschiedene Perspektiven. Aber so wie du jetzt rein das VR-Brillenbild, ich nenne das mal das Bild auf den verschiedenen Brillen, das hängt ja alles, wird aus einem Prozessor gesteuert. Das ist jetzt riesen wie ein Cut, eine Cut-Information in ein Cut-Programm, wo wir rein rechnerisch die Perspektiven drehen können. Verstehe ganz, ist eine ganz, ganz grobe Metapher. Da ist ein einziges Programm, das diese Perspektiven ermöglicht. Also gut, da muss dir klar sein, dass wir jetzt erst einmal ein Betriebssystem haben. Das Betriebssystem mit Möglichkeiten, wo ich dann Programme habe. Und ich sage jetzt, wir machen einmal tiefer liegende Strukturen. Wir sagen, der BC glaubt, er ist ein sterbliches Säugetier. Er wurde in der Vergangenheit von seiner Mutter geboren und er lebt auf einer Scheibe. Der Holger glaubt, er ist ein sterbliches Säugetier. Er wurde von seiner Mutter geboren und er lebt. Er wurde in der Vergangenheit erzeugt. Er wird in der Zukunft wieder vergehen und er lebt auf einer Kugel. Okay? Der Udo, der weiß, dass er jetzt träumt. Das sind drei Grundprogramme. Und diese Programme schmeißen jetzt den Stammtisch auf mit den Perspektiven. Natürlich, Holger sieht jetzt, wenn er schaut auf seiner VR-Brille, definitiv nur den Udo und den Bezi als Brösel. Der Bezi sieht den Holger und den Udo und so weiter und so weiter. Das sind jetzt Programme und wir reden hier über das Dampfen. Während wir hier sprechen, ist kein Hauch von Vergangenheit und Zukunft als Information existierend. Das heißt, diese drei verschiedenen Glaubensprogramme ermöglichen komplett dieselbe Oberfläche. Ich habe immer einfach, wenn du es nicht verstanden hast, ich kann ein YouTube-Video anschauen, egal ob ich ein Linux-Betriebssystem habe, ob ich ein Windows-Betriebssystem habe oder ein Apple-Betriebssystem ablaufen habe. Es ändert an der Oberfläche nichts in Bezug jetzt aufs Dampfen, wenn wir dampfen oder über, wie man so schön sagt, über Gott und die Welt reden, über Politik reden. Es ist aber elementar wichtig, wenn man tiefer reinschaut, dass in dem Udo nicht der geringste Hauch von Zukunftsängsten und dass er sterben muss existieren. Und sobald du da aufstehst, das sind Sachen, die kann bei mir gar nicht auftauchen, weil das auf meinem Programm nochmal drauf ist. Wenn ich aber jetzt glaube, es ist gleichgültig, ich glaube, ich bin auf einer Scheibe, auf einer Kugel, solange ich glaube, ich bin in der Vergangenheit entstanden, muss ich ja in der Zukunft mich wieder auflösen. Du kannst nur jetzt entstehen und jetzt vergehen. Ja, es kann ja nicht gleichzeitig sein. Ich sage dann vorhin einfach einmal ein Medium. Dann achte einfach einmal und beobachte deine Gedanken. Jetzt, wenn ich jetzt spreche als Pixelmännchen, dass jedes Geräusch, das jetzt in dir auftaucht, das bestehende Geräusch zerstört. Dass, wenn ich jetzt die Kamera drehe, dass jeder Blickwinkel, um die Tiefen zu sehen, das ist das, was ist. Jeden Blickwinkel, den ich einstelle, zerstört den bestehenden Blickwinkel. Das heißt, das Kommen und das Gehen ist gleichzeitig. Du siehst immer nur, wenn was auftaucht, das habe ich so oft erzählt. Und sobald was Neues aufgetaucht ist, kannst dich jetzt erinnern. Ein Erwecken in deinem Innern. Ich kann jetzt sagen, jetzt sehe ich den Udo und jetzt sehe ich die Irene. Und jetzt habe ich den Udo vorher gesehen. Der ist nicht vorher und nachher, sondern es ist dieses Spiel, dass wenn was auftaucht, wird im selben Moment das Bestehende zugedeckt und sobald die ganze Welle da ist, meinst du, das, was ich jetzt da im selben Moment feinstofflich denke, war vorher zeitlich? Mhm. Natürlich von dir aus gesehen, wenn man den nach hinten setzt, spiegelverkehrt. Das Spiel ist so simpel, das ist sofort überprüfbar.
Das höre ich. Ich habe es tausende Mal erzählt. Es ist nichts von den Figuren, wo ich in irgendeiner Form sagen könnte, dass irgendeine einzige Figur, die ich mir ausdenke, das verstanden hat. Kann es auch nicht. Habe ich noch nie erwartet. Ich verlange von meinen Gedanken nicht, dass die wissen, wer der Denker ist. Wo ist jetzt der Unterschied, ob ich mir jetzt den Holger denke und ich erwarte, dass der Gedanke Holger versteht, wer ihn jetzt ausdenkt, oder ich denke mir jetzt, was weiß ich, eine Katze oder einen Tisch. Ein Gedanke ist ein Gedanke, habe ich am Anfang nicht gesagt. Gedanken können weder was empfinden noch was verstehen. Du kannst dir Augen ausdenken, die Augen, die du dir ausdenkst, die sehen nichts. Und der Gehirn kann nicht denken, so wenig wie ein Computerchip. Eine Predigt, die ich seit vielen, vielen Jahren immer wieder wiederhole. Wer muss das verstehen, der sich's ausdenkt? Der sich das jetzt ausdenkt, der muss es verstehen und er muss das mit sich, er muss sich selbst ins Reine bringen. Ins heilige Ganze. Nächstes Problem kann er sich nicht bringen, war er schon immer, dual. Du bist der, aus dem alles entspringt und wo wieder alles reinfällt. Aber nicht zeitlich. Darum spielst du zurzeit eine Rolle. Das Universum, all das Geschwätz, wo dir weise Leute machen, wir können hier reingehen, wir können schauen, was ist Energie, inneres Wirken ursprünglich. Universum, das in eins gekehrte, eine Information ist eine Form in dir selber. Es gibt keine Außenformationen. Jetzt wieder, wenn ich sage, mein Internet geht nicht, dann wird wieder versucht, den positiven Zustand am Leben zu erhalten. Du warst schon da, wie es keins gegeben hat und du wirst auch noch dann da sein, wenn keiner mehr an ein Internet denkt. So wenig wie ans Morsen. Übrigens Morse-Alphabet, die 1. Dü. 1, 4. Los nebenbei. Jetzt lassen wir es 1, 4 Struktur. Jetzt lassen wir es gut sein.